Wir trauen dem anderen Elben nicht, oder? Natürlich nicht. Alle Elben sind falsch. Halt nicht, Mel. Mel hat gesehen, dass Smeagol ihr Freund ist. Diese Elbin sieht überhaupt nichts. Gut gemacht, mein Lieber. Den Elben. Und jetzt müssen sie uns gehen lassen. Wird Mel mit uns kommen, mein Schatz? Nein, niemand sonst. Elben können nutzlose Ringe behalten. Hauptsache, wir kriegen unseren. Aber Mel braucht uns, um sie zu führen. Die Blinde hat jetzt ihren Elbenfreund. Und Smeagol, er wird allein sein. Immer allein. Außer er findet den Schatz. Wir wollen ihn. Wir wollen ihn. Schatz hat uns immer nur einsam gemacht. Und wie lange, bis der dunkle Herrscher uns findet? Hm? Wie lange, nachdem er unseren Ring hat? Wir müssen ihn finden, bevor er es tut. Wir müssen zurückgehen. Wir wollen ihn nie wieder.
Nach links? Nicht sicher. Ich wollte die Treppe nehmen. Es gibt keine Treppe. Eben. Ich kann es nicht bewegen. Wie geht es, Mel? Der Wind bläst immer noch. Hat der Elb das Tor nicht geschlossen? Nein. Gut, dass du gekommen bist. Mel hat recht gehabt, dir zu vertrauen. Ich helfe dir, darauf zu kommen. Wenigstens das kann ich. Obacht! Traue deinen Schritten nicht, sonst endest du wie ich. Wird der Elb hier bleiben? Ich werde versuchen, mich zu heilen, aber es könnte länger dauern. Viel Glück. Hilft und nicht dieser Elb.
Da haben wir es wieder. Und wieder ist es Smeargol, der hilft und nicht dieser Elb. Wünschte. Was wünschen wir uns, mein Lieber? Ich wünschte, der Gwendel-Elb wäre weg. Dann könnten wir wieder Melzaugen sein und sie würde Geister und böse Menschen vertreiben, die uns wehtun wollen. Mel würde auf uns aufpassen. Auf uns aufpassen? Sie hat ihre Augen nicht mehr, oder? Mel kann mit dem Fluss sprechen. Mit dem Fluss reden, ja? Und was nützt uns das, wenn das große Auge kommt? Sie hat den Nebelkreis gemacht. Sein Auge kann uns dahinter nicht finden. Der Kerzenmann schon. Er kam, um Smeargol zu ihm zu holen. Ist doch nicht ganz sicher, oder? Nein, nein, vergiss sie alle. Wir gehen und kommen nie wieder. Gimbul, such sie! Muss mich beeilen. Armer kleiner Ork. Aber das ist unser Rätselmeister. Zeit für unser kleines Spiel, mein Lieber. Er würde Mel nehmen und mit ihr in den gefährlichen Brunnen gehen. Smeargol wird ihn nicht töten, natürlich nicht. Guter Smeargol, nur einen kleinen Stein werfen. Dann kann Mel für immer unser Freund sein. Freund? Freund? Wann hat Smeargol je etwas Gutes für seine Freunde getan? Smeargol hilft immer. Erinnerst du dich an den Graschneck? Der ist nicht zurück in seine Wüste gegangen, oder? Nein, der Schatz. Der Schatz hat uns gezwungen. Ja, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Smeargol ist jetzt brav. Die freundliche Köchin gab Smeargol immer Fisch. Tot, genau wie ihre Freunde. Alle tot, tot wegen Smeargol. Ist auch egal. Schatz kann uns nicht mehr beschützen. Sei still. Wir hassen ihn für immer. Sei still. Warte! Wir
werden uns gehen lassen. Jetzt. Nimm dich, Buboshi! Ochse. Geh. Warne Mel. Ich folge so schnell ich kann. Worauf wartest du noch? Asai, Kashi Ashkalub a Umnuntu, Marluch, Franduilob, Gulkamai. Nein! Smergol! Wo ist Gwendel? Er ist unterwegs. Eglerio Irodin. Herzenmann ruft den dunklen Herrn und wir wollen nicht, dass er kommt. Nein, nein, das nicht. Blinde Elbin, bleib hier. Was machst du da? Es zerstören. Alles zerstören. Smergol! Ich hoffe, du hast recht. Jetzt ist nur noch eine einzige Frage zu beantworten. Sag mir, wo geht die Sonne auf? Und wo verweilt sie?
Und was erleuchtet der Sturm mit gleißender Wut? Die Nacht. Ja. Servieren dich als deine eigene Henkersmahlzeit. Und wenn du nur noch ein zitterndes Häufchen Fleisch bist, wird man dich ihm zu Füßen werfen. Und mit dem letzten Rest von Bewusstsein wirst du erkennen, dass deine wahre Qual erst begonnen hat. Krieche zu meinen Füßen und vielleicht verschone ich dich. Alle Bolzen verschossen. Es war nicht deine Schuld. Ich war wütend. Lass uns reden.
glückliches Ende, ja. Zeit, jetzt Versprechen zu halten. Wir haben es nicht vergessen. Du hieltest dein Wort, wir halten unseres. Die Elben lassen uns gehen? Du bist frei. Geh, wenn du musst. Oder komm mit uns zurück. Sie werden zu ihrem König gehen. Er muss wissen, was geschehen ist. Die Elben des Düsterwalds müssen sich entscheiden. Krieg steht bevor. Und kein Nebel vermag uns mehr zu schützen. Du kamst vielleicht gerade zur rechten Zeit. Ja. Zum Glück trafen sie den guten Smeargol. Aber es ist ein langer Weg heim. Und die gütigen Elben müssen müde sein. Vielleicht wollen sie sich erst noch ausruhen. Lass Smeargol ein letztes Mal für sie Wache halten, Smeargol? Wohin jetzt? Nach Westen. In die Berge, Süßer. Und unter die Berge. Und dann ins Auenland. Nicht nett? Ganz allein. Und wenn der Schatz erstmal wieder unser ist, dann müssen sie alle ganz freundlich sein. Nicht wahr, mein Schatz? Sehr ehrfürchtig zum guten alten Sohn.
Smeargol. Wir lassen sie buckeln. Lassen sie kriechen. Huh?